Maschine gemacht, da machst du auch so einen komischen Test und dann wirst du da. Ja. Beziehungsweise der guckt sich dann nur das Ergebnis vom Test an, der fragt dich ja noch nicht mal selber nochmal ab, sondern der guckt sich das nur an, so, ja, okay, da haben sie Interessen, das könnten sie das und das studieren und das machen. Ja. Aber so wirklich. Und das Problem ist auch einfach, dass man meistens in dem Alter auch noch gar nicht wirklich weiß, was man machen Ja, möchte. genauso wie Ja. unser Schulpraktikum, das war in der 9. Klasse, also das müsste man eigentlich auch später ansetzen. Ich meine, klar, die Leute, die nach der 10. vielleicht aufhören, für die ist es gut, aber dann sollte man vielleicht noch mal eins später machen. Aber es sind ganz viele Dinge, die du dir in deiner Schulkarriere überlegen und entscheiden musst und die dann eigentlich meiner Meinung nach zu früh kommen, aber auch nicht später kommen können. Alleine fängst du damit an, dass du mit dem Beginn der 6. oder 7. Klasse wählen kannst, ob du jetzt Französisch, Spanisch oder Latein wählst als zweite Fremdsprache. Und ich finde, Ja. das prädestiniert dein komplettes Leben schon ziemlich und das in dem Alter. Naja, Naja. also was ich denke, ist mit Arbeit. Arbeiten kann man und was man machen möchte, kann man nur erfahren, indem man es wirklich tut. Man kann theoretisch mit irgendjemandem reden und sagen, ja, das wäre vielleicht ein Job für dich und so weiter und so fort. Und dann machst du es und denkst du, ja, geil, die haben gesagt, ich soll jetzt hier, weiß ich nicht, Hotelfachfrau werden und dann machst du das eine Woche und findest das kacke. Also man muss schon wirklich ausprobieren und das ist das Ding. Deswegen kann man in den Ferien als Schüler auch gerne mal irgendwo ein Praktikum machen, wenn man irgendwas cool findet für eine Das Woche habe ich lang. auch Das oft muss. gemacht. Also ich glaube, ich habe selber da insgesamt noch 3 andere Praktika gemacht und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Vielleicht glaubt ihr auch, ein Beruf ist total geil und dann seid ihr da mal wirklich ein paar mehr Wochen drin und dann findet ihr es doch eigentlich nicht so geil. Also es ist schon Ja, so sinnvoll. ist es. Und deswegen, so eine Orientierungsphase nach dem Abitur ist wichtig. Es gibt viele Leute, die steigen vom Abitur direkt ein ins Studium und studieren irgendwas. Das sind dann meistens Geisteswissenschaftler, die das machen. Und ich bin der Meinung, dass man da vielleicht sich so ein bisschen orientieren müsste. Aber was noch eine andere Sache ist, die jetzt speziell auf den Beruf noch bezieht, ist, das kann ich auch nur jedem raten, macht euch bewusst, was ihr nach dem Studium bzw. in der Arbeit, also nicht nur was ihr arbeiten wollt, sondern auch, ob das, was ihr arbeiten wollt, auch wirklich da ist, wo ihr nachher hin wollt. Also das ist so eine lokale Sache, wenn man jetzt nicht gerade in der Großstadt wohnt, wo vielleicht alles ist, sondern irgendwo aus dem ländlichen Dorf kommt, dann sollte man nicht vielleicht unbedingt gerade irgendwie, sag ich mal, du wohnst in einem Kaff in Bayern, und möchtest da auch leben bleiben, weil du deine Gerne hast und dann kannst du nicht unbedingt Nautik studieren und wollen. Das Risiko eingehst, dass du dann zwar deinen Traumberuf hier hast, aber dann im Endeffekt am Arsch der Welt arbeitest von deiner Familie und deinen Freunden. Genau, und das Abwägen ist so schwierig und das kann man nicht, bevor man das einfach. Ja, aber das geht auch innerhalb von 2, 3 Wochen, Nein, finde ich. natürlich nicht. Das ist so eine Sache, die merkst du, wenn du 2 Jahre im Beruf. Und ja, es sind einfach so viele Kumpel. Und aber wie gesagt, es fängt glaube ich auch schon, also in der Schule wird viel zu spät oder die Leute generell machen sich einfach viel zu spät auch erst Gedanken darüber, was sie überhaupt machen wollen. Weil du siehst einfach nur ach, ich habe ja noch 3 Jahre bis zum Abitur und noch das Studium und irgendwie finde ich schon was. Und ja, die Zeit ist leider schneller weg, als man denkt. Ich merke das ja, hab es ja selber gemerkt. Und irgendwann bist du immer in der Phase, wo du denkst, ist das, was ich gemacht habe, jetzt wirklich das Richtige? Ja, ganz kurz zur Und Info, ich bleib mal kurz hier stehen, weil ich gerade mega die Lags im Spiel habe. okay. Aber einfach weiter quatschen. Ich warte mal, bis sich wieder stabilisiert. Okay. Und das ist halt auch irgendwie, ja, so. Da sind so viele verschiedene Faktoren, die da mit einspielen. Generell kann man da auch total gesellschaftskritisch sein, weil man dann schon wieder anfangen könnte, studiere ich das, was ich wirklich möchte oder das, wo ich nachher im Endeffekt, oder beziehungsweise arbeite ich nachher dort, oder erstrebe ich einen Beruf dort, hier, wenn ich, nur weil der mir das meiste Einkommen verspricht. Ja. Und strebe ich Es deshalb dann muss. gleich von der Schule an halt das die höchste Ausbildung an, oder beziehungsweise die Ausbildung, die ich dafür brauche. Ja. Und es heißt zwar so schön, dass man das studiert, wenn man soll sich darüber Gedanken machen oder keine Gedanken ums Geld machen, sondern nur das arbeiten, was man wirklich will, aber das ist halt auch irgendwie nur ein utopischer Gedanke, den man heutzutage eigentlich nicht in der Gesellschaft ja, ausleben kann, finde ich. Das ist so schön gesagt, aber Ja. wirklich machen. Ich finde immer noch, dass
man lieber was machen sollte, was einem richtig dolle Spaß macht, statt das, was einem das meiste Geld einbringt. Aber der Faktor muss schon auch bedacht werden, irgendwie muss man auch überleben am Ende. Ja, eben. Ja. Du willst ja auch irgendwann mal was gönnen. Und das kannst du halt nicht unbedingt in jedem Beruf. Wenn du jetzt, sag ich mal, du merkst, du bist Kranken- oder du willst unbedingt Krankenschwester werden. Und dann, ja, hast du dann nachher ja dein Einkommen von, was weiß ich, wie viel. Bleibt dir da im Monat irgendwie deine 200 € übrig. Und dann, ja, kommst du da gerade mal so über die Runden, nachdem du Miete und alles bezahlst. Also 200 € nach Miete, sag ich mal so. Und dann hast du da auch nicht mehr so viel übrig von. Dann kannst du dir vielleicht einen Monat hier dein Essen besorgen und ja, toll. Schönen Dank. Ja, Was man ist muss mit immer da Urlaub? abwägen, was Lebensqualität bieten können und was eben nicht. Das ist aber auch wieder so eine Sache, die man vorher kaum sagen kann. Ja, weil sich der Arbeitsmarkt ja auch halt ständig Ja, ändert. eben. Wobei, ja gut, man kann schon pauschal sagen, dass einige Berufe generell weniger bezahlt sind, als, also schlechter bezahlt Wobei sind als sich da halt andere. generell was ändern muss, weil das halt so wichtige Berufe sind. Also was wären wir ohne Krankenschwestern, Ja, weißt oder du? Das ist halt Altenpfleger aber oder wieder ein sonst was. anderes Thema. Das ist halt einfach völlig anderer Unsinn. Ja, es ist, wie gesagt, ein komplett komplexes Thema generell. Ich glaube, das komplexe Thema lässt sich darauf runterbrechen, dass wir einfach uns selber fragen: Kann die Schule mich auf das Leben nach der Schule vorbereiten? Nein. Dann kann sie nicht. Aber ich habe das Gefühl, das will sie auch teilweise gar nicht. Aber die basalen Fähigkeiten, die man da erlernt, wie lesen, schreiben, rechnen, diskutieren können und vielleicht auch noch so, ja, so rezipientengerecht schreiben, das heißt anders schreiben, wenn man eine Bewerbungsunterlagen formuliert und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, ja. Aber diese Sachen, die passieren erst in der Mittelstufe und vielleicht am Anfang der Oberstufe, aber Ah, viel nein. weiter geht es nicht. Hier ist wieder so eine Drachenlibelle. Was? Katze, wo? Hier, jetzt habe ich sie umgebracht, aber ich habe sie auch fliegen sehen. Du hast eine Drachenlibelle umgebracht. Ja, sie Sieht aus existieren doch im Spiel. wie so ein fliegendes Seepferdchen, finde ich, sehen die aus. Ja. Ja, und dann muss man auch wieder sagen, dass ein Schulabschluss auch nur so gut ist, wie das, was du daraus machst. Also ich kenne zum Beispiel bei mir aus der Schule auch das Thema, dass eine Freundin von mir durchs Abitur durchgefallen ist, hat sich dann aber eine gute Ausbildung in einem guten Betrieb gesucht, wurde auch übernommen und verdient jetzt schon seit Jahren ziemlich gut, hat noch ihren Techniker draufgelegt und eine andere Freundin von mir, die Abitur gemacht hat, hat irgendwann das Studium abgebrochen und blieb bei McDonald's. Also es liegt ja nicht nur daran, was du am Ende hast, sondern auch, wie du dich dann entscheidest, weiterzumachen. Ja, Ja. es ist im Endeffekt ja eine Tretmühle. Also du machst immer wieder weiter und dann versuchst du dann das nächste Etappenziel weiter zu erreichen. Denn seien wir mal ehrlich, wenn wir irgendwie so an die Mitte 30 sind, dann interessiert sich für das Abi-Zeugnis kein Schwein mehr. Also übrigens ganz kurz, Ja, aber. McDonald's als Nebenjob und nicht als Ausbildung. Natürlich ist das auch ein normaler Betrieb, bei dem man was erreichen kann, aber halt 450 Euro Basis meine ich dann so langfristig nicht so sinnvoll. Ja. Ja, aber was ich auch zum Beispiel schade finde, ja gut, das geht jetzt auch schon wieder vom Thema Schule weg, ist, dass du einfach dich nachher zum Fachidioten ausbilden lässt und beziehungsweise auch gar nicht mehr die Chance hast, aus diesem Bereich rauszukommen. Wenn du jetzt, sag ich mal, du hast jetzt studiert, ja gut, das ist halt dieses ganze Prinzip, dieses ganze Bildungswesens ist einfach so, dass du dich spezialisierst auf einen Bereich und daraus dann irgendwann nie wieder rauskommst, beziehungsweise du wirst immer, immer, immer spezifischer und nachher, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe doch aber irgendwann mal, was weiß ich, Physik studiert, arbeite jetzt zwar aber seit, keine Ahnung, seit 10 Jahren für die Telekom, ich möchte jetzt aber, keine Ahnung, sehe ich. Physik war jetzt nicht das schlauste Beispiel. Keine Ahnung, ich möchte jetzt in die Automobilindustrie oder sowas. Dann kommen die, gucken sich dich auch an, so nach dem Motto, ja, sie waren jetzt aber die ganze Zeit bei Telekom, sag ich mal. Was wollen sie jetzt hier eigentlich? Können sie doch gar nicht, so nach dem Motto. Obwohl es von Prinzip her eigentlich alles das ähnliche Prozesse sind, beziehungsweise dasselbe Wissen gefragt wird. Klar musst du dich dann vielleicht noch ein bisschen wieder speziell auf Auto oder sowas einstellen, aber theoretisch müsste man das können, weil man hat es ja irgendwann mal gemacht. Und darauf wird dann halt auch nicht mehr. Also man hat irgendwie nicht die Flexibilität, sich mal einfach zu beweisen auch. Man kann ja sein, dass das kann ja sein, dass er das trotzdem ganz gut kann, obwohl er aus einer ganz anderen Ecke kommt. Keine Ja, Ahnung. richtig. Das ist vor allen Dingen dann, wenn du auf irgendeinem Bereich promovierst. Wenn du, weiß ich, im Bereich Chemie promovierst und dann aber jetzt irgendwie,
normales Grundstudium als Ingenieur, also als Maschinenbauer fertig gemacht hast und dann gibt es noch ein weiteres Studium, bist du dann nicht für Chemie, also wie nennt man diesen Spaß denn? Sagen wir mal Biochemie, wenn du dich da, nein, wie heißt das? Pharmazeutik oder was? Nein, wenn du irgendwas... Genetik, Bionik... Metallurgie, wenn du dich auf Metallurgie dann eben spezifizieren möchtest und da deinen Doktor machst, und dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr dafür eingesetzt, irgendwelche neuen Anlagen zu bauen, die irgendwas anderes machen. Und das ist dann das Problem, obwohl du es eigentlich könntest. Ja. Es wird einfach nur geguckt, okay, was ist auf dem letzten Zeugnis sozusagen drauf und dann, das war's dann. Klar, du hast dann in dem Bereich Erfahrung und du bist da wertvoll, aber vielleicht willst du das einfach gar nicht mehr machen, weil du es einfach satt hast, weil du es schon seit 30 Jahren gemacht hast. Ja, gut, 30 Jahre ist schon ziemlich lang, aber weil du es schon 5 Jahre lang gemacht hast und gemerkt hast, okay, das interessiert mich jetzt nicht mehr, beziehungsweise ich will was Neues haben, was Frisches. Vielleicht was übrigens völlig legitim ist, da möchte ich jetzt auch mal kurz was zu sagen. Also, dass man zum Beispiel direkt nach dem Abitur, das hatten wir gerade schon knapp angestochen, sich dann direkt sein Studienfach aussucht, heißt nicht, dass das gleich das Richtige ist. Also ich habe selber oft gewechselt, ich kenne ganz viele, die noch das Fach gewechselt haben. Ich kenne auch Leute, die sich deswegen sehr schlecht gefühlt haben, aber da ist ja, wie willst du denn mit 20 entscheiden, was du für den Rest deines Lebens machst? Also es muss auch nicht sein. Ich meine, wenn man es noch währenddessen merkt, ist es ja nicht schlecht, dann kann man vielleicht noch umschwenken. Später, wenn man dann eine Zeit lang im Job ist, ist es dann nicht mehr so einfach. Ja. Und vor allen Dingen, du weißt es ja im Studium vorher nicht. Du weißt ja nicht, was du da genau machen musst. Du hast dann irgendwelche schönen Broschüren, wo da drin steht, ja, ist alles toll, mach das mal. Und wenn du dann dahinter sitzt, ist es tatsächlich was ganz anderes. Zum Beispiel einige Leute, die mit mir Lehramt studiert haben und die dann erst, während sie dann in den Vorbereitungskursen gemerkt haben, dass sie noch ein Latinum und ein Graecum brauchen und es nicht haben, die sagen dann natürlich auch, ich sag mal, das hat hier keiner erzählt. Da muss man irgendwie runterscrollen und wirklich die Studienordnung vorher lesen. Und ja, das sind da so Sachen, die merkt man teilweise erst zu spät. Ja, ne? Ja, ne? Ich finde also, vielleicht ist, also, ja, ich wollte gerade noch darauf eingehen, dass das früher, glaube ich, noch ein bisschen anders war. Das Studium an sich war ja auch früher, denke ich mal, also in der Urform auch ganz anders. Da war es ja auch nicht so, dass du irgendwelche Kurse hattest oder irgendwie irgendwelche Leistungen erbringen musstest oder so, oder ich weiß es nicht, Das Studium war früher tatsächlich viel, viel prestigeträchtiger. Das siehst du schon alleine dadurch, wenn du dir ganz alte Fotos anguckst von der Bildungswende in den 60er Jahren, dann siehst du da Leute nur noch mit Anzug sitzen, auch die Studenten. Die sahen da nicht so aus wie heute mit so einem Kapuzenpulli und einer durchgeschlissenen Hose und die ganze Zeit am Handy am Rundbaddeln, dass sie wirklich definitiv gezeigt haben, dass sie darauf keinen Bock haben, was der Typ da vorne eigentlich erzählt. Nee, das war dann teilweise doch ein wenig anders. Na gut, die ganzen 68er Leute, die sich da ihr Koks reingeschmissen haben und vor dem Gebäude Gras geraucht haben, das ist natürlich auch da gewesen, aber das haben die zumindest im Anzug gemacht. Ja, auch die ganze, also generell, es ging ja um Wissensbegierde, also Wissenslust und ich meinte jetzt auch gar nicht nur jetzt früher vor 40 Jahren, sondern ich meinte jetzt, keine Ahnung, vor 150 Jahren oder sowas. Da war es ja, hat es ja auch keinen drum geschert, wie lange du fürs Studium gebraucht hast. Weil da damals auch nicht so viele Leute zugelassen wurden. Ja, eben, das war mehr ein sozialer Imperativ, der dahinter steckt. Du kriegst es ja einfach nicht hin. Heute darf das ja jeder. Und alleine von den Geldern her, du musst ja noch nicht mal was bezahlen für das Studium. Überleg mal, in Staaten, da muss ich verschulden dafür, dass du ein Studium beenden kannst. Das ist aber auch schon wieder ein anderes Extrem, finde ich. Also, ja, natürlich, das ist ein anderes Extrem, aber wir haben es ja doch. Ich weiß nicht, ob wir es gut haben, auf lange Gesicht gesehen. Ich weiß es, ehrlich gesagt. Ich finde, jeder sollte studieren können, der möchte, egal aus welchem Stand er kommt. Und auch, also gut, er sollte natürlich schon einen gewissen Bildungsgrad mit sich bringen. Also er sollte schon vernünftig lesen können und alles auch immer. Aber ich würde da ehrlich gesagt auch nicht unbedingt das Abitur als Voraussetzung sehen. Nein. Und ich finde, für viele Berufe sollte man auch kein Studium brauchen, weil sonst kannst du dir sparen. Also ich bin ja jetzt in einem Job tätig, schimpfe mich offiziell Systemingenieur und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte dafür kein Studium gebraucht, sondern ich hätte das wahrscheinlich genauso gut nach dem Abschluss meines Abiturs schon machen können. Und nur um dann hier irgendwie 3-4 Jahre da zu verdüdeln, im Studium, um dann diese Position begleiten zu dürfen, sehe ich dann irgendwie unsinnig ein. Also, als unsinnig an. So ist es, vor allem, weil du in den ganzen Studiensachen auch viele Sachen lernst, die du später nicht mehr brauchst. Und da ist es umso schlimmer, dass es dann so Sachen wie bei diesem Doktor-Stuff dann gibt, die ich gerade meinte, dass dann per se davon ausgegangen wird, dass du das, was du vorher gemacht hast, gar nicht mehr kannst. Ja.
weil du hast es ja irgendwann mal gemacht. Du hast wahrscheinlich irgendwo noch eine Klausur rumliegen, die du mit 1,3 abgeschlossen hast. Ja. Und dann dementsprechend einmal bewiesen hast, dass du es drauf hast. Aber es wird nicht mehr aufgegriffen. Gut, da kommt aber wie will man was dagegen machen, ist jetzt die Frage. Sollen wir jetzt die Jobs, die wir jetzt machen, schwieriger gestalten? Dadurch, dass wirklich Leute, die Informatik studiert haben, da so drin sind, dass sie dann komplett ausgelastet werden?